1-0. Letzter offizieller Abschluss in Sachen Bahnhofssanierung. Im Beisein von Verkehrsminister Christian Pegel und Oberbürgermeister Silvio Witt beendet die Deutsche Bahn ihre Modernisierungsmission am Bahnhof Neubrandenburg. Im Oktober 2016 vollzog sich an selbiger Stelle der Spatenstich zum Umbau von Bahnsteigen und Bahnhofstunnel sowie zum Durchstich in Richtung Nordstadt. Der Bahnhof war in die Jahre gekommen. Die Bahnsteige entsprachen nicht mehr modernen Gesichtspunkten. Sie waren niedrig und die Unterführung war auch nicht so, dass man sagen kann, das ist ein Bild für die Stadt gewesen. Sodass wir uns damals gemeinsam mit der Stadt entschlossen haben, gesagt, wir machen was Neues hier. Besonders im Fokus die Herstellung der Barrierefreiheit. Neue Aufzüge, neue Wegeleitsysteme, neue Überdachung und der Tunneldurchstich in Richtung Vogelviertel samt Ausgangsbauwerk Nord verschlangen 17,6 Millionen Euro. Mit 8 Millionen Euro unterstützte das Land Mecklenburg-Vorpommern sowohl die Bahnhofssanierung als auch das städtische Projekt. Wir haben ja die Förderung auch gern bewilligt, weil wir den Eindruck hatten, dass es zwei Facetten hat. Für den Bahnhof selbst ist ein irrer Gewinn, weil wir einen anderen Stadtteil viel leichter dem Bahnhof anschließen als bisher. Die Wegebeziehungen werden leichter. Wir hoffen also, dass wir Pendler gewinnen. Und auf der anderen Seite ist das natürlich für ein Städtebauministerium auch städtebaulich interessant, dass man unter dem Bahnhof hindurch zwei Stadtteile verbindet, die bisher relativ getrennt lagen. Also hat echt städtebaulich auch einen schönen Meilenstein nach vorne gemacht. In diesem Jahr geht es nun zunächst an die Neugestaltung des Bahnhofs Tores, bevor im Jahr darauf der Umbau des Bahnhofs Vorplatzes realisiert werden soll.